China ist nach wie vor eine unbekannte Größe. Also man weiß viele Details, man nimmt Figuren wahr wie diesen Xi Jinping, den mag man oder mag man nicht. Im Grunde besteht große Ahnungslosigkeit nach wie vor, weil es nicht nur geografisch, sondern auch kulturell sehr weit entferntes Land ist. Mein Name ist Jochen Noth, ich bin 1941 geboren, habe studiert vor allen Dingen in Heidelberg, Romanistik und Germanistik, war dann für ein paar Jahre in China als Deutschredakteur bei Radio Peking und als Deutschlehrer an einer Fremdsprachenschule in Peking und lebe in Berlin. Nach Peking bin ich gegangen, weil es eine Vereinbarung gab zwischen der Kommunistischen Partei Chinas und der westdeutschen Bruderorganisation Kommunistischer Bund Westdeutschland, der ich angehörte, 3 Millionen Mitglieder gegen 3000 ungefähr so. Aber wir hatten gleichberechtigte Beziehungen und der Kommunistische Bund Westdeutschland hatte das Privileg, den Deutschredakteur bei Radio Peking zu stellen. Da war ich dann für 2 Jahre, habe meinen Vorgänger Wolfgang Müller abgelöst und bin dann in China geblieben, weil ich in Deutschland hätte wegen Aktionen, Veröffentlichungen und so weiter in der Studentenbewegung ins Gefängnis hätte müssen. Bin ich in China geblieben und habe dann noch 7 Jahre Deutsch unterrichtet an der Fremdsprachenhochschule. Im Grunde waren wir immer Antiautoritäre. Wir hatten tatsächlich die Vorstellung von Maoismus als antiautoritärer Bewegung. Aber er war natürlich gleichzeitig der große Diktator. Und das haben wir gar nicht wahrgenommen. Wir haben ein Kostüm, es war ein Kostümspiel. Wir haben zum Beispiel die KP der 20er, 30er Jahre nachgespielt. Ne? Und das war Mimikry. Ne? Also wir haben die KP, der Kommunistische Bund Westdeutschland, die ganze Bezeichnung Kommunismus, speiste sich aus tradierten Bildern aus den 20er, 30er Jahren. Also China war für uns damals das Gegenbild zur Sowjetunion, die als bürokratisch, militaristisch, autoritär galt, während China eher der lächelnde Mao war und die glücklichen Arbeiter und Bauern, die ihre Felder selber verteilen konnten und so. Also im Grunde für China war für uns ein Reich der Freiheit wäre zu viel, wäre falsch, würde es nicht treffen, war für uns das Bild einer harmonischen Gesellschaft, so, was es überhaupt nicht ist. Mao-Schriften haben wir gelesen, da oben stehen sie. Aber Mao war Rebell, er war nicht die hohe Autorität und die diktatorische Autorität, sondern er war ein Rebell. So haben wir ihn wahrgenommen, was er nie in der Form schon lange nicht mehr war. Und das wurde, ja. Und diese Wahrnehmung hat sich natürlich sehr schnell geändert, als wir dann da waren. Alle unsere Kollegen wohnten mit 3 Generationen in einem Zimmer. Es waren unglaublich enge, ärmliche Verhältnisse, in denen der größte Teil auch der intellektuellen chinesischen Bevölkerung damals gelebt hat. Das änderte sich sehr schnell dann, Mitte der 80er Jahre. Dann auf einmal ein wahnsinns Wohnungsbauprogramm und auf einmal hatten sie alle. Aber am Anfang war das wahnsinnig ärmlich und eng. Und da waren wir schon etwas überrascht. Kulturrevolution war ein Tabuthema. Das waren die paar schlimmen Jahre und da wurde nicht drüber geredet. Also jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit. Und wenn man drüber gesprochen hat, dann kamen irgendwelche anekdotisch aufbereiteten Horrorerlebnisse raus. Ne? Also wie es war, wenn man aufs Land verschickt wurde, wo man der einzige Alphabet war, der einzige, der schreiben lesen konnte, wo man unter die Herrschaft von irgendwelchen kleinen Parteisekretären, Lokalfürsten kam und so weiter. Das war die schreckliche Zeit. Das war allgemein
das waren die schlimmen Jahre, sozusagen. Also die späten 60er, 70er Jahre. Welche Begegnungen haben Sie da gemacht? Das waren zunächst mal die Kollegen bei der Arbeitsstelle, die alle zum großen Teil in Leipzig studiert hatten, also sehr gut Deutsch, also die uns es leicht gemacht haben, mit ihnen zu kommunizieren. Und dann waren es Künstler, die wir kennenlernten, mehr oder weniger durch Zufall, und mit denen wir, die wir uns interessierten und die das gut fanden, dass sich jemand für sie interessierte, sodass sich da ein Freundeskreis gebildet hat, der zum großen Teil aus darstellenden Künstlern bestand, Malern, Bildhauern auch und auch Literaten. Also gerade die Gruppe um Zhao Wenliang und Zhang Yixu, die hatten sich so Ende der Kulturrevolution, hatten die in Nordostchina so eine eigene Arbeiter, die kamen aus der so Arbeiter Kunstgruppen, Kunstausbildung, hatten sich daraus verselbstständigt sozusagen und ihre eigenen Stil entwickelt, der unorthodox war. Also der nicht sozialistischer Realismus war, sondern der Individualität spiegelte. Und deren Schüler waren Leute wie Marc Lu, Zhang Wei und so weiter. Und die suchten Kontakte zu Ausländern. Und darüber haben wir uns kennengelernt, sozusagen am Tor von dem Freundschaftshotel quasi. Wurden dann Freunde, chinesische Freunde. Da war ich auch bei denen viel zu Hause und so. Die Kinder habe ich mit großgezogen. Also jetzt sieht es für mich, also da kann ich es wieder akzeptieren. Das ist ja. Also das braucht einfach ein gewisser Lichteinfall, dass das lebendig wird. Wie haben Sie vor diesem Hintergrund die chinesische Malerei der Wu Minghuahui wahrgenommen? Die habe ich nicht vor dem Hintergrund wahrgenommen, sondern das war eine originelle Malerei. Das war eine Malerei, wie ich sie nicht kannte. Wie alle bin ich auch, das ist ja wie Impressionismus oder so, das ist ja nichts Besonderes. Aber wenn man da genau hingeschaut hat, hat man sehr wohl gemerkt, dass es ein eigener Stil, eine eigene Stilauffassung, auch ein eigenes Verhältnis zur Tradition. In der Wu Minghuahui hat ein sehr starkes traditionelles Element in der Bildauffassung, in der Platzierung von Gegenständen, von Bäumen, von Blumen, von Vögeln im Bild. Das war dann schon eine neue Erfahrung. Und wie kam es dann dazu, dass Sie nach Ihrer Rückkehr nach Deutschland dann auch noch eine Ausstellung hierzu kuratiert haben, zur chinesischen Gegenwartskunst? Ja, deshalb, weil ich diese Erfahrung gemacht hatte und weil ich das interessant fand. Mhm. Und dann auch Interesse daran bestand, das war ja im Haus der Kultur in der Welt, dass sich da schon rumgesprochen hatte, dass ich da eine neue Szene entwickelt hatte und die Interesse hatten an dieser Ausstellung. Deshalb war das möglich. Ja. Jetzt gucken wir mal, was geht. Passt im Stempel? Wo ist er? Hier ist er. Guck mal, ob das überhaupt geht. Sonst habe ich hier auch... Wo soll das hin? Ach, drauf. Ja. Frau Erschina. Bist du jetzt der Agent oder wie? Ich bin der Agent. Ja. Okay, alles klar. Franziska Koch wird sich wundern. Ja, das stimmt.